Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 7.6 Normalen und Koordinatengleichung einer Ebene Teil 2. Wir haben letztes Video die normalen Gleichungen kennengelernt, war eine weitere Möglichkeit, eine Ebene darzustellen, neben der Parametergleichung. Und heute kommt jetzt eben diese schon in der Überschrift genannte Koordinatengleichung dazu. Ein Beispiel haben wir direkt mal hingeschrieben, was an das alte Wissen anknüpft. Wir haben hier eine normalen Gleichung. Erinnert euch, normalen Gleichungen steht auf einer Seite gleich 0 und alle Punkte, die man jetzt da fürs x einsetzt, die, wenn sie auf der Ebene liegen, erfüllen dann diese Gleichung. Genau, und wir erinnern uns, was die Bedingung dafür war. Und zwar betrachten wir hier mit x minus p, das ist sozusagen der Vektor, der geometrisch als Pfeil dargestellt zwischen den beiden Punkten x und p liegt. Genau, der von p nach x zeigt. Und dieser Pfeil ist senkrecht zu diesem Pfeil, der zum Vektor n gehört. Und n war der Und normalen Vektor, genau. das heißt der Vektor, der immer auf der Ebene senkrecht steht. Oder im Ja. Endeffekt der Pfeil, der senkrecht steht auf der Ebene. Gut, das nochmal als Wiederholung. Und jetzt wird das Ganze noch einfacher, wenn wir das Ganze ausmultiplizieren. Das können wir ja. Wir haben hier ein Malzeichen, das heißt, wir können das Skalarprodukt anwenden. Und ihr sollt es mal versuchen zu machen. Wir geben euch mal einen kleinen Tipp. Er erscheint jetzt. Also, der Vektor x besteht natürlich aus den drei Koordinaten x1, x2 und x3. Und ihr macht jetzt einfach mal das Skalarprodukt von dem Vektor mit dem da hinten minus das Skalarprodukt von dem Vektor mal dem Vektor hier hinten. Macht das, die Lösung gibt es in 3, in 2, in 1, jetzt. So, 2x1, das kommt raus, weil wir gerechnet haben, um x1 mal 2, minus 3x2 plus 4x3. Minus Skalarprodukt der anderen beiden Vektoren, also 3 mal 2 gibt 6, 5 mal minus 3 gibt minus 15, plus 0 mal 4 gibt 0, Klammer zu, ist gleich 0. So, das kann man jetzt noch vereinfachen. Macht es mal. Lasst die Sachen mit x auf der einen Seite und alle Zahlen, die kein x haben, packt ihr mal auf die andere. 3, 2, 1. So, nach dem Umformen kommt jetzt das hier raus. Und das ist nichts anderes als die Koordinatengleichung von der Ebene, die hier als normalen Gleichung gegeben war. Tada, da haben wir das Thema schon eigentlich erledigt. Jetzt werdet ihr euch denken, was bringt uns diese Koordinatengleichung überhaupt, wenn wir nachher bei den Aufgaben noch sehen, dass es da einige clevere Sachen gibt. Man kann aus der Koordinatengleichung auf jeden Fall diese Informationen auch wieder herauslesen, nämlich die Information, was ist der normale Vektor? Denn genau diese Vorfaktoren vor dem x, das ist der normale Vektor. Das heißt, die 2 vor dem x1 ist der erste Eintrag von so einem normalen Vektor oben, die minus 3 vor dem x2 ist der zweite Eintrag und die 4 ist der dritte Eintrag von so einem normalen Vektor. Das heißt, unser normalen Vektor können wir auch mal drunter schreiben, n ist 2 minus 3, 4. Gut, und diese Informationen, die wir vorher durch den Schiffsvektor bekommen haben, das heißt, wenn ihr euch noch erinnert, es gibt unendlich viele Ebenen, die senkrecht sind zum normalen Vektor. Welche Ebene ist es jetzt genau? Die hat uns immer diese Information des Schiffsvektors geliefert. Das liefert uns jetzt diese Zahl rechts. Das ist allerdings nicht der Stützvektor, sondern er steckt da drin. Denn die Zahl minus 9 entstand ja, als der Stützvektor im Skalarprodukt multipliziert wurde mit dem normalen Vektor. Das war der mal dem. Insofern steckt also der Stützvektor jetzt in der minus 9. So, wir kommen zum Satz. Jede Ebene E lässt sich beschreiben durch eine Koordinatengleichung ax1 plus bx2 plus cx2 gleich d mit dem normalen Vektor n gleich abc. Das heißt, wichtig für euch, ihr könnt den normalen Vektor direkt ablesen. Die Vorfaktoren vor den xen, also a, b und c, sind genau die Einträge beim normalen Vektor. Gut, jetzt überlegen wir uns noch kurz, was sagt die normalen Gleichung eigentlich, die Koordinatengleichung eigentlich aus? Naja, die sagt uns, dass bei dem Skalarprodukt vom normalen Vektor mit jedem beliebigen Punkt x mit den Koordinaten x1, x2, x3 von einer Ebene immer das gleiche Ergebnis beim Skalarprodukt rauskommt, nämlich d. So ist also die Koordinatengleichung festgelegt. Wir erinnern uns, bei der normalen Gleichung hat jedes x die Bedingung erfüllt, dass das Skalarprodukt 0 wurde. Und bei der Parametergleichung war jeder Punkt x dadurch gegeben, dass man ihn mit diesem Stützvektor plus t mal den Richtungsvektor gekriegt hat. So hat jede dieser drei Gleichungen ihre eigene Charakteristik, warum sie gerade diese eine Ebene festlegt.
Aufgabe 1. Wandle die normalen Gleichung der Ebene E, die steht hier, in eine Koordinatengleichung um. Im Prinzip wieder nur ausmultiplizieren, so wie vorhin im Beispiel. Probiert's mal selber, schreibt die Koordinatengleichung hin und wir schauen es uns an. Schafft ihr. Lösung gibt's in 3, 2, 1. So, oh, die Lösung steht schon da. E minus x1 plus 3x3 ist minus 15. Sind wir schnell hingekriegt, da haben die doch die ganzen Zwischenschritte vergessen, oder? Nee, ich brauche die Zwischenschritte gar nicht mehr. Ja. Na, man kann es genauso machen, wie es wahrscheinlich ihr jetzt gemacht habt, wie auch im Beispiel vorhin. Man macht diese ganze Multiplikation, formt das Ganze um, bringt es auf eine Seite und dann steht es hier dran. Geht aber auch schneller. Und zwar, wir schauen mal nach. Wir haben gerade eben vorhin gelernt, dass der normalen Vektor uns direkt diese Vorfaktoren angibt von der Koordinatengleichung. Wir wissen also, minus x1, kein x2, 3x3. Das heißt, die Seite kann ich direkt hinschreiben. Ah, okay, gut, dann ist mir das klar. Minus x1 plus 3x3 und mit der 0 wird der 0x2 da stehen. Das haben sie weggelassen, weil es eh wegfällt. Okay, aber die rechte Seite, minus 15, haben sie doch nicht einfach so gemacht. Ja, das ist eigentlich auch klar. Und zwar, wir erinnern uns vorhin, wir hatten vorhin auf der einen Seite stehen x mal den normalen Vektor minus p mal dem normalen Vektor. Und das, was rauskam bei p mal dem normalen Vektor, mussten wir ja wegen dem Minus mit Plus auf die andere Seite bringen. Das heißt, ich kann doch gleich die andere Seite machen als Skalarprodukt von p und n. Ach so, das heißt, Sie denken jetzt einfach, dieses Minus da oben ist gar nicht da und das Ergebnis aus p mal n kann man direkt dahin schreiben. Genau, ich habe es mal hier hingeschrieben, p mal n, das ist das, was hier steht. Wir schauen es uns mal an. 0 mal minus 1 ist 0. Plus 2 mal 0 ist immer noch 0. Plus minus 5 mal 3. Das ist minus 15. Ja, minus 15. Und so kommen wir von hier auf die Koordinatengleichung in gerade mal einem Schritt. Super. So, Aufgabe 2. Wandle die Koordinatengleichung der Ebene E, wie sie hier steht, in eine normalen Gleichung um. Also spiel genau andersrum. Überlegt euch, was ist der normalen Vektor? Schreibt ihn hin. Überlegt ihr, ihr braucht irgendeinen Punkt, der auf der Ebene ist, als euer Schnitzvektor. Überlegt, welchen ihr nehmen könnt. Vielleicht kriegt ihr es raus. Und dann könnt ihr die normalen Gleichungen aufstellen. Probiert es mal. Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir fangen mit dem normalen Vektor an. Der ist leicht, oder, Herr Thein? Ja, den können wir ablesen oben. Das ist 2. Fürs x2 gibt es nichts, also 0. Und vom x3 steht ein Minus, also minus 1. Sehr gut. Und ein Punkt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich hier eine sehr einfache gewählt. Ich habe einfach gesagt, für x1 nehme ich 3, weil 2 mal 3 gibt ja schon meine 6, die ich erreichen will. Dann kann ich einfach alle anderen Einträge 0 wählen. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Kriterium, ob ein Punkt auf der Ebene liegt, wenn wir eine Koordinatenform haben oder nicht. Ich nehme einen Punkt, setze die x1, x2 und x3 Koordinate ein und wenn das rauskommt, was rechts steht, dann liegt der Punkt auf der Ebene. Richtig, so kann ich ganz leicht, also wirklich ganz leicht prüfen, ob ein Punkt auf der Ebene liegt. Einer der Vorteile von der Koordinatenform. Einen der Vorteile, genau. In anderen Möglichkeiten als Punkt wäre auch der Punkt 0, 0, minus 6. Seht ihr sehr leicht. Oder ein besonderer Favorite von Latein. 2, 0, minus 2. Er macht oben 2 mal 2, das sind 4. Minus, minus 2 plus 2 sind 6. Genau. Geht auch. So, wir brauchen aber nur einen Punkt. Wir haben uns aber für diesen ersten entschieden und haben dann die normalen Gleichungen hingeschrieben. E Doppelpunkt, Ecke Klammer auf, x minus den Punkt 3, 0, 0 mal Normalvektor 2, 0, minus 1 ist 0. Dass verschiedene Möglichkeiten sind, das ist so ähnlich wie damals bei der Parametergleichung. Da konnte man ja auch jeden beliebigen Punkt der Ebene als Stützvektor nehmen. So kann man hier eben auch jeden beliebigen Punkt der Ebene nehmen. So, Aufgabe 3. Welche der Ebenen E1, E2, E3 sind zueinander parallel? Drei Ebenen haben wir gegeben als Koordinatengleichung. Und da kann man sehr schnell ablesen, ob sie parallel sind. Denn wann sind zwei Ebenen generell parallel, Herr Thein? Generell sind zwei Ebenen dann parallel, wenn sie sozusagen umgangssprachlich gesprochen dieselbe Ausrichtung haben. Wir zeigen euch das hier gerade mal mit einer Skizze von einer Ebene und noch einer anderen Ebene mit derselben Ausrichtung, die in dem Fall jetzt aber ein bisschen drüber liegt. So, jetzt überlegen wir uns mal, was gilt denn dann für den normalen Vektor von den beiden? Naja, wenn wir den jetzt mal hier einzeichnen, die beiden normalen Vektoren, dann sehen wir, dass beide normalen Vektoren in dieselbe Richtung zeigen. Das bedeutet, es sind dieselben normalen Vektoren oder die normalen Vektoren müssen Vielfache voneinander sein, denn dann wären sie parallel. Und das können wir jetzt links überprüfen. Gut, überprüfen wir es einfach mal. Hier ist der erste Eintrag vom normalen Vektor 4. Hier ist er minus 8. Das heißt, wenn ich von der 4 auf die minus 8 kommen würde, würde ich mal minus 2 machen. Okay, zweite Koordinate, minus 2 mal minus 2. Gibt 4, hier stimmt's. Passt, wunderbar. Dritte Koordinate. 1 mal minus 2 ist minus 2.
4 steht minus 1 passt nicht. Das heißt, Also. die beiden sind nicht zueinander parallel. Können wir auch eigentlich aufschreiben. E1. Da gibt es ein lustiges Zeichen, das ist für parallel. Wenn sie nicht parallel sind, schreiben wir es einfach durch. Also die sind nicht parallel. Gut, vergleichen wir mal die zweite mit der dritten. E2 und E3. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, wir fangen rechts an, das ist einfacher. Rechts, okay. Von minus 1 bei x3 auf 3 müssten wir mit minus 3 multiplizieren. Okay. Gehen wir direkt drüben hin. Minus 3 mal 4 gibt minus 12. Sehen wir sofort. Passt nicht. Passt nicht. Gut, also die sind auch nicht parallel. E2 nicht parallel zu E3. Gut, dann bleibt nur noch E1 und E3. Okay, hier können wir wieder von links gehen, weil hier ist 4 und 12, das ist recht schön. 4 mal 3 ist 12. Und einfach. Minus 2 mal 3 ist minus 6, passt auch. Ja. Und hier 1 mal 3 ist 3, passt auch. Das heißt, der Malvektor ist ein Vielfaches von dem anderen, das heißt, die sind parallel. Gut, und das reicht wirklich aus, um festzustellen, ob sie parallel sind oder nicht. Einfach die normalen Vektoren vergleichen. Hier gilt aber noch was mehr bei diesen beiden, und zwar was? Ja, man kann sehen, dass sie sogar identisch sind. Aha. Warum, Herr Thein? Naja, und zwar daran, wir haben alles mal 3 multipliziert. Und nicht nur wurden die Vorfaktoren multipliziert, sondern auch das, was hinter dem Ist-Gleich steht, wurde multipliziert. Das heißt, dass die beiden Gleichungen äquivalent zueinander sind. Das heißt, jeden Punkt, den wir oben einsetzen und der in die obere Ebene E1 gehört, gehört auch in die Ebene E3. Und damit handelt es sich um die gleiche Ebene, sie sind also identisch. Nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel mit dem Punkt nehmen 0, 0, 5. Der ist in der Ebene E1. 0, 0, 5. Der ist hier auch 0, 0, 5. 3 mal 5 ist 15. Würde passen. Gut, also das ist aber nur am Rande. Der Vergleich der normalen Vektoren hätte hier natürlich gereicht. Gut, Aufgabe 4. So, Aufgabe 4. Ist die Gerade G zur Ebene E parallel? Ihr seht, wir haben eine Gerade gegeben und eine Ebene, die in Parameterdarstellung, die in Koordinatenform. Und die Frage, sind die zueinander parallel? Wir haben dazu erstmal eine kleine Skizze gemacht. Was muss denn jetzt gelten, damit die wirklich parallel zueinander sind? Ja, ich weiß es natürlich. Wir haben hier auch eine Ebene schon gezeichnet, eine Gerade, wo es parallel ist, also wo die Gerade parallel zur Ebene ist, wie man hier sieht. Und wir haben auch den Richtungsvektor der Geraden, U, eingezeichnet und den normalen Vektor der Ebene. Das wäre also minus 5, 1, 2. Genau. Und der normalen Vektor der Ebene, der steckt ja hier drin, wissen wir. Genau, und wir sehen hier jetzt schon, ja, diese beiden Vektoren, die müssen dann in dem Fall senkrecht aufeinander stehen. Warum müssen die denn senkrecht sein? Was wäre denn, wenn sie nicht genau senkrecht wären? Naja, dann wäre die Gerade eben nicht parallel zur Genau, Ebene. Und würde irgendwann die Ebene schneiden. Und das wollen wir nicht. Genau. Deswegen prüfen wir das jetzt. Wir müssen jetzt nur den Schrittsvektor von der Geraden, den Richtungsvektor von der Geraden mal dem normalen Vektor von der Ebene, das Skalarprodukt bilden. Und das muss 0 sein. Richtig. Denn sonst sind sie nicht im 90-Grad-Winkel. Probiert es doch mal. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, hier haben wir das Skalarprodukt von U und N, Richtungsvektor und normalen Vektor. Minus 5 mal 2 plus 1 mal 4 plus 2 mal 3 minus 10 plus 4 plus 6 sind 0. Passt. Das bedeutet, sie sind orthogonal zueinander und die Gerade G ist parallel zur Ebene E. So, ihr seht also, es gibt eine Menge Vorteile bei dieser Koordinatenschreibweise und die üben wir jetzt auch in der nächsten Stunde. Bis dann. Tschüss. Ciao.